Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Mein Gast, Gisela Herr, kam aus dem Kanton Zug in der Schweiz. Was sie erlebt hat, ist eigentlich ganz schrecklich. Aber Gott sei Dank hat sie Jesus Christus persönlich kennengelernt, konnte vergeben, aber jetzt der Reihe nach. Gisela litt unter Epilepsie, unter schwerer Depression und man hat Schizophrenie, damals hat man noch von Geisteskrankheit gesprochen, diagnostiziert. Mit 16,5 Jahren wurde sie in eine geschlossene Klinik eingeliefert. Und dort war sie 20 Jahre. Aber Gisela wäre nicht heute bei Wunder heute, wenn sie nicht Gottes Eingreifen auf wunderbare Art und Weise dann erfahren hätte. Jetzt aber, Gisela, der Grund, warum du in der Klinik warst und auch, ich sage jetzt mal, Ritzen oder dich sogar auch verstümmelt hast, das war ja, hing damit zusammen mit sexuellem Missbrauch. Ja. Deine Seele weinte, kann man das so sagen? Ja, deine Seele weinte, ja. Du wolltest nicht mehr leben? Nein, ich wollte nicht mehr leben. Es hat keinen, ich habe keinen Sinn mehr gesehen, für den überhaupt noch zu leben. Du hast dir mehrfach versucht, das Leben zu nehmen. Und vielleicht nur ein Beispiel davon. Ja. Du bist damals nach Zürich gegangen. Du wolltest dich eigentlich vor den Zug werfen. Ja, ich bin in der Klinik gewesen und habe dann, war über die Mauer, es war eine Mauer um die Klinik, da bin ich rausgegangen, hatte noch verschiedene Tabletten erhalten, irgendwie auf andere Art. Und dann bin ich von Zürich, von Zugerberg hinuntergegangen nach Zürich und dann musste ich dort fahren, nur Schnellzug, im Zürich-Enge. Und da bin ich dort hineingegangen mit vollem Bewusstsein, das wird das Letzte sein. Und dann habe ich die Tabletten genommen, habe dann gespürt, wie es anders wurde. Und dann habe ich mich über die Schienen gelegt, es war Mitternacht. Und dann, als ich aufgewacht bin, das sind drei Tage später, war ich im Gitterbett im Kantonsspital Zürich. Und da hat die Polizei war da, sie haben gesagt, wenn sie erwacht, aufwacht, sollen sie rufen. Und dann haben sie gesagt, es sei ein Wunder, dass ich noch lebe, weil die Streckenarbeiter seien zufälligerweise vorbeigegangen und hätten mich gefunden, wo sie sonst nicht durchgehen. Und haben mich, ja, 5 Minuten vor der letzte Schnellzug durchgegangen ist, haben sie mich da aufgelesen. Wir wissen heute, dass es kein Zufall war. Nein, es gibt keine Zufälle bei Gott. Er hat es geführt. Damals warst du gar nicht glücklich, als du wieder aufgewacht bist. Nein, ich war sehr böse und habe gedacht, warum muss ich überhaupt noch leben? Weil das Leben war sinnlos für mich. Aber heute weiß ich, warum. Dieser, sagen wir, mehrfache sexuelle Missbrauch hat dazu geführt, dass du dir auch eben selber Wunden zugefügt hast. Und zwar nicht an einem Ausmaß, sagen wir mal, dass man sich geritzt hat, was man ja auch kennt, sondern das ist ja viel weiter gegangen. Nein, ich habe mir ziemlich viele Nähnadeln in die Arme und in den Körper gestoßen, mit dem Gedanken, dass eine geht sicher ins Herz oder was es ist, und dann ist fertig. Das sieht man heute noch, wenn man deine Arme anschaut. Ja. Es ist dann so gekommen, ich habe das erwähnt, 20 Jahre muss man sich das vorstellen, mit 16,5 in eine Klinik quasi weggesperrt. Aber dann hattest du ein Erlebnis gemacht und wir wollen uns ja auf diesen positiven Teil konzentrieren, wie Gott dann in dein Leben eingegriffen hat. Berichte uns davon, Gisela. Ich kannte eine Frau, die ich schon mit 13 Jahren kennengelernt hatte. Und bei ihr war ich ein paar Monate, um die Kinder hüten. Aber meine Mutter wollte es nicht, weil sie sagte, ich werde mir den Glauben, also mich von der katholischen Kirche wegnehmen. Und die Frau, die hat immer wieder für mich gebetet. Und an dem Tag, es war am 15. Oktober 1979, da bin ich aus dem Fenster, 3 Monate vorher bin ich aus dem Fenster, wollte mir das Leben nehmen und ich kam
nicht auf den Kopf. Gott hat es so geführt, dass es mich gedreht hat und ich nicht auf den Kopf, sondern auf die Beine gekommen bin. Und die Beine waren total zersplittert. Und ich kam ins Spital und war dort 3 Monate. Und dann hatte mich die Frau, die Schwester, also die Frau besucht und hat mit mir gebetet und gesagt, wenn ich noch einmal zum Laufen komme, dann kann ich ein paar Tage zu ihr in die Ferien gehen. Ich war immer noch in der Klinik. Und dann nach den 3 Monaten, da konnte ich wieder laufen, durfte hinaus, durfte zu dieser Schwester, zu dieser Frau, 10 Tage in die Ferien. Und am 2. Tag, wir haben doch die Bibel oder die Kassetten gehört, die Bibel gelesen, und am 2. Tag sind 2 Brüder von Amerika gekommen, also 2 Evangelisten, nach Stalikon. Das war ein Hauskreis in Stalikon, das ist auch im Kanton Zürich, und dort waren wir, und ich habe so gespürt in diesem Bauernhaus der Friede Gottes. Ich habe gewusst, der Friede ist so da. Und dann habe ich gesagt, bin ich nach vorn gegangen und gesagt, ich möchte diesen Frieden auch erleben. Und dann haben sie gesagt, ob ich Christ sei. Da habe ich gesagt, nein, ich sei katholisch. Und dann haben sie gesagt, aber du kannst das auch erleben, das alles auch haben. Und ich könne mein Leben Jesus übergeben. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe mich gefreut, und dass jetzt irgendetwas anderes kommt. Und dann haben sie gebetet mit mir und haben gesagt, ich sei von 4 Mächten gebunden. Von der heute Schizophrenie, von der Epilepsie und von starken Depressionen und die Sachen. Und sie können mit mir beten, können frei werden. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte alles haben. Und sie haben gebetet, und ich habe aber dann noch studiert. Warum wissen die jetzt das? Also kannte mich ja niemand. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen und gesagt, dass ich das alles, dass sie jetzt alles gehört haben vom Heiligen Geist, wie er gesagt hat ihnen, was es sei. Und sie würden für mich beten. Und sie haben das die ganzen Nächte ausgewiesen im Namen Jesus. Sie haben gebetet und ich habe gespürt, eine Freiheit in mir, wie etwas hineingekommen ist und etwas weggegangen ist. Und dann wusste ich, habe ich mein Leben ganz das erste Mal in Gottes Hände gegeben. Und dann spürte ich, wie eine Freude, ein Frieden in mich hineinkam. Und dann haben sie gesagt, sie wollen noch beten. Und ich habe gesagt, und Vater, ich möchte alles haben, alles von dir. Und sie haben gebetet, dass ich frei bin. Und von dem Moment an, im 1979, bin ich frei geworden und bin heute noch so frei wie damals. Was mich noch interessiert, du warst ja in einer geschlossenen Klinik. Wieso konntest du rausgehen und zu dieser Frau gehen für diese paar Tage? Hat man da eine Ausnahmebewilligung gemacht? Wie war das möglich? Ja, die Frau hat sich in Verbindung gesetzt, und ich bin dann 3 Monate im Spital gewesen und gesagt, ich möchte nicht mehr in die Klinik retour, ich möchte hinaus. Ich hatte das erste Mal das Verlangen, hinauszugehen. Und vielleicht haben sie es gespürt, dass ich hinaus möchte. Da hatte ich nie, all die Jahre überhaupt keine Hoffnung mehr, oder? Und dann haben sie die Bewilligung gegeben, dass ich darf 10 Tage zu ihr gehen. Es war eine Familie in Mettenstetten. Und dann bin ich hingegangen, und dann haben wir gebetet, und ich habe gespürt, ich habe auch körperlich, ich habe 10 Kilo abgenommen in den 10 Tagen, und ich habe gespürt, etwas ist da, aber ich habe dann viel gegessen, Suppe und so, aber ich bin einfach, die Gebundenheit sind weggegangen. Mhm. Und ich war frei, und ich bin heute noch frei. Und ich kann mir vorstellen, nachher, du musstest ja noch mal zurückgehen. Wie hat denn der Professor oder die Ärzte, wie haben die reagiert? Ja, ich bin am Sonntag dann in die Retour gekommen, also nach 10 Tagen bin ich retour gekommen,
Und dann hat der Arzt, wir haben noch gebetet auf dem Weg, dass es nicht, dass es einfach sei, wenn ich retour komme, oder? Also das. Und dann ist aber der Chefarzt gekommen, der von der Klinik, und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich gesagt, es geht mir sehr gut. Und dann hat er gesagt, was nehmen Sie für Medikamente? Da habe ich gesagt, überhaupt keine mehr, denn Herr Jesus hat mich geheilt. Und er hat noch groß geschaut und gesagt, ich habe jahrelang die Medikamente und jahrelang sei ich Epileptiker und jahrelang das und das. Und wenn ich das nicht nehme, dann würden sie mich spritzen. Und dann habe ich mich aber gewehrt und ich habe gewusst, Jesus wird mich bewahren. Und dann sind sie aber gekommen und am nächsten Tag sind drei Pfleger gekommen und haben mich gespritzt, oder? Die Medikamente, die ich nicht mehr nehme. Und ich spürte da nach den Spritzen, wie etwas sich in meinen Händen bewegte, was ich, damals konnte ich noch nicht feststellen, was es war. Ich spürte einfach, kommt etwas retour. Und dann wusste ich eins, nein, Herr Jesus, er hat mich freigesetzt, er wird mich jetzt auch bewahren. Und nach drei Tagen habe ich gefragt, für was brauche ich die Spritze? Und dann haben sie gesagt, wenn ich die Tabletten wieder nehme, dann kann ich sein ohne Spritzen. Und dann bin ich gewesen ohne Spritzen, mit den Tabletten, und ich konnte wieder normal denken und alles. Und ich habe dann mit den Patienten gesprochen, was mein Herz voll ist, oder? Ich sagte, mein Herz, es ging über, was ich da drinnen hatte, wollte, dass die anderen auch erleben können. Und dann konnten sie mich nicht mehr gebrauchen auf der geschlossenen Abteilung, ich kam auf die offene. Und später? Und später, da konnte ich eine Stelle suchen und kam dann im das nächste Jahr, im April, kam ich dann die Freiheit. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, sie konnten nicht sagen, sei gesund. Sie haben gesagt, sie können ich könnte nicht mehr dort sein und können wieder kommen, wenn das wäre. Die haben gesagt, ich werde nie mehr kommen. Mhm. Ich habe die Heilung erfahren und bin dann nie mehr gegangen. Mhm. Einmal habe ich noch Zeugnis dort gegeben, einem Sozialarbeit, und der hat dann gesagt, der hat es jahrelang gesagt, das Leben sei sinnlos für sie, und jetzt ist sie so ein Mensch, der, ja. Das ist ja das, was wir auch in der Bibel lesen. In der Bibel lesen wir, dass Jesus damals auch Menschen befreit hat von Mächten, und genau das durftest du erleben, dass das eben dann andere Männer Gottes getan haben, die Jesus eben auch kannten und die diesen Dienst in dem Sinn weitergeführt haben. Jesus hat diesen Dienst ja nicht zurückgenommen, sondern gesagt, geht, heilt Menschen, befreit sie, er geht sogar noch weiter. Und das durftest du erleben, eben nachhaltig. Ja. Muss ich das vorstellen, 20 Jahre und dann ein neues Leben. Damals warst du 37. Ja. Mhm. Und dieser Friede, der ist geblieben, Gisela. Der ist geblieben, der Friede ist geblieben und noch mehr. Und ich denke, also Gottes Güte ist so groß, wenn ich das nicht erlebt hätte, dann wäre ich heute entweder noch in der Klinik oder unter dem Boden, ohne. Aber Gottes Güte hat mich frei gemacht und ich habe den Frieden behalten, der ist heute noch da. Was mich noch interessiert ist, wir haben davon gesprochen und ich hatte das erwähnt, eben diese der ganze Bereich der Sexualität, dieses Missbrauchs. Und da war ja dann auch ein Punkt, Vergebung war ein Thema. Ja. Berichte uns davon, wie hast du das erlebt? Ich glaube, etwa ein Jahr nach der Bekehrung habe ich die Bibel gelesen, also ich habe die Bibel immer gelesen. Und dann bin ich auf den Vers gestoßen, wenn ich nicht vergebe, kann Gott mir auch nicht vergeben. Ich glaube, von Matthäus. Ja. Und da habe ich gelesen und dann hat es mich gepackt und habe gesagt, Gott, wenn ich das nicht vergebe, dann kann ich zu dir beten, was ich will, und du hörst mich nicht. Und ich bin auf die Knie gegangen, habe Buße getan, und dann bin ich am nächsten Sonntag in der Gemeinde, habe ich das mitgeteilt, und ich habe gesagt, ich will Buße tun, dass ich jetzt dem Vater alles nachgetragen habe und er selber so gewesen ist. Aber ich möchte das volle,
das volle Leben, wie es in dem Wort Gottes steht, vergeben. Und dann habe ich meinen Vater nächsten Tag angerufen und habe gesagt, Vater, ich vergebe dir alles, alles, was gewesen ist. Ich will dir nichts nachtragen. Der Vater konnte das noch nicht eigentlich begreifen. Er sagt nur, ja, ja, aber er wusste nicht was. Obwohl ich immer wieder heimgegangen bin zu ihm und ihm gesagt, er wusste, ich hätte etwas Neues, aber er sagte, ich kann die Bibel nicht mit der Bibel anfangen. Er könne das nicht, er kenne Gott nicht. Ja. Und so habe ich ihm vergeben und habe dann 17 Jahre für ihn gebetet, dass er nicht sterben wird, bevor er den Namen Jesus angerufen hat. Und das war damals, als er 80 wurde, das sind sie, nach 17 Jahren wurde er 80, und da hat er 3 Herzinfarkte gehabt und kam nach Orsolin, also in Tessin, in die Reha. Und dort war der Wilhelm Pals. Und dort hat er sich bekehrt. Und ich war überglücklich, er hat es dort gemacht. Ich kann nicht sagen, es ist mein, es ist ja Gott gewesen, aber er hat es dort gemacht, wo ich auch sehe, Gott wirkt überall. Das wollen wir an dieser Stelle auch einfach sagen. Er musste auch ins Zuchthaus. Also das war nicht einfach so, dass er davon kam. Nein. Und also hat auch einen Teil der Strafe verbüßen müssen. Ein Teil war verjährt. Ja. Eigentlich, wenn man das anschaut, von ganz früh weg war das so, du bist mit 6 Monaten, kamst du als Frühgeburt auf die Welt, weil die Mutter einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Und schon das, wenn man das jetzt diese Jahre zurückdenkt, damals war das etwas ganz Besonderes mit 6 Monaten. Ja. Du hast das überlebt, also das Leben war absolut nicht einfach. Mit vielen Steinen, vielen Hürden. Und wenn du heute sagen kannst, dieser Friede ist geblieben. Ja. Und das sieht man auch, wenn man dich anschaut. Ja, du bist heute 74. Ja. Man könnte jetzt sagen, die Hälfte ohne Gott gelebt, die Hälfte mit Gott gelebt. Ja, du hast 37 Jahre durftest du so verbringen. Und da gehen wir jetzt noch ein paar Jahre zurück. 2010 durftest du, du hast ja noch andere Heilungen erlebt, aber 2010 hattest du einen Darmverschluss, musstest du ins Spital. Ein Tumor, Tumor. Ja, ein Darmverschluss und Tumor. Und Tumor. Noch, ein Tumor im Dünndarm, der war ein 6 cm großer Tumor. Oder? Und dann berichte uns davon, wie Gott dich da durchgetragen hat. Und, ja, ich war dann auch wieder 4,5 Wochen im Spital. Es war fast nicht zum Ausdenken, was für eine Operation. Sie haben immer im Bett wieder Stück für Stück geöffnet, die Ärzte, weil sie konnten nicht, es war eine Infektion gekommen nach der Operation. Und ich wusste, auch meine Kolleginnen kamen auch von der Kirche, da habe ich gespürt, irgendetwas stimmt nicht, weil sie haben mich immer sehr stark angeschaut und haben gesagt, ja Herr, das ist wahr, wenn da die weißen Teile kommen. Und habe ich gesagt, aber ich nehme das nicht an. Und ich wusste, ich war noch nicht 70 damals und ich wollte doch, wie es in der Bibel steht, ein Christ 70 Jahre, noch mehr. Und er hat gesagt, Herr, das möchte ich doch werden. Ich bin noch nicht 70. Und Gott hat es geführt, dass es mir immer nachher besser ging. Und dann bekam ich dann den Vers eines Abends von Psalm 118, Vers 17, 18. Du wirst nicht sterben, du wirst leben und die Taten Gottes verkünden. Und da habe ich mich festgehalten, dann wird doch, wenn Gott das sagt, dann hält das auch. Und ich bin gesund geworden. Und ich habe dann auch dieses Zeugnis erzählt, auch weiter. Und Gott hat es wieder geheilt. Und ich muss sagen, alle Sachen, es ist nicht immer einfach gewesen, aber ich spürte immer, Gott hat mich durchgetragen, all die Jahre, auch wenn es schwerer war. Und das wollen wir wirklich zu seiner Ehre auch sagen. Das ist, das ist echt so. Das Leben hätte, wie du es gesagt hast, ohne ihn, weißt du gar nicht, ob du überhaupt noch leben würdest. Ja. Und ja, Gisela, ich finde das von dir auch großartig, dass du heute mit 74, dass du darüber reden kannst, dass du das tust und anderen Menschen damit auch Hoffnung geben möchtest und sagen,
Wir wissen, die Dunkelziffer ist so hoch, so viele Dinge geschehen und Menschen, die das vielleicht immer auch weggesteckt haben, aus Scham gar nicht darüber geredet haben, aber es besteht Hoffnung und es besteht diese Möglichkeit, Frieden zu bekommen mit Gott, auch wenn die Seele innerlich total weint, dass auch die Seele, das Innere gesund werden darf. Und genau das, Gisela, dafür danke ich dir ganz herzlich, dass du davon erzählt hast. Und wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, also diesen Jesus, so wie jetzt da Gisela erzählt hat, den kenne ich noch gar nicht, dann laden wir Sie ganz herzlich ein. Sie können uns schreiben, aber Sie können auch ein ganz einfaches Gebet, indem Sie Jesus einfach in Ihr Leben einladen. Das ist der erste Schritt, dass sich etwas verändern kann. Das durftest du ja erleben. Ja. Damals vor 37 Jahren. Ja, das durfte ich erleben und ich möchte es nie mehr hergeben. Ich weiß, Gott ist so gut und nicht nur auf dem Papier, er ist real, er ist da. Und ich kann mit allen zu ihm gehen, ich kann ihn nirgendwo suchen. Er ist immer da und er versteht mich ganz gut. Das ist super. Also nochmal vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Gerne schön, Ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Ganz besonders freuen wir uns, wenn dieser Beitrag Sie ermutigt hat, dass auch Sie sagen, ich möchte meine Last nicht länger alleine tragen. Ich bringe sie Jesus in einem Gebet. Allenfalls braucht es auch seelsorgerliche Begleitung. Sie können uns schreiben. Gerne stellen wir Ihnen Adressen zur Verfügung. Oder Sie sagen sogar, ich spüre, da ist etwas, was ich gar nicht tun möchte. Wir haben davon auch gesprochen, die Bibel spricht davon, Belastung oder auch von dämonischen, von bösen Mächten. Auch dort gibt es Hilfe. Das muss nicht so bleiben. Auch dann, Sie können uns schreiben. Oder wir haben auch eingeblendet, beispielsweise eine Adresse hier in der Schweiz von einem Seelsorgezentrum, wo Sie Hilfe bekommen. Ja, in dem Sinn, danke, dass Sie bei uns waren. Wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder vorbeischauen. Gott segne Sie.